Doberan-Alexandrinenplatz. Direkt vor meinem Hotel führt das Molligleis vorbei. Vom Dorf zur Sommerresidenz der mecklenburgischen Herzöge im 18. Jahrhundert. 40 Jahre DDR hinterließen Spuren, die auch heute noch nicht ganz getilgt sind. Doch die klassizistischen Prachtbauten im Zentrum erstrahlen wieder im alten Glanz. Von der Ostsee her kommt der Molli zurück in die Stadt. Die Bäderbahn sollte einst den Seebädern Anschluss an die Normalspurstrecke Wismar-Rostock gewähren und das tut sie zum Glück noch heute. Die enge Durchfahrt durch die Stadt in der Mollistraße ist eine besondere Herausforderung für das Zugpersonal und eine Attraktion für die Zuschauer. Der dreieckige, lindenumstandene Kamp mit den chinoisen Pavillons ist eine Oase der Ruhe im Zentrum der Stadt. Gegenüber befindet sich im großherzoglichen Logierhaus jetzt ein Hotel. Hier sehen wir Frank Zappa, zu dessen Ehren hier ein jährliches Musikfestival stattfindet, vor dem ehrwürdigen Friederico Franziszeum, dem Traditionsgymnasium. Seit 1886 rollen die schmalspurigen Züge der Bäderbahn hier am Haus Gottesfrieden vorbei, mitten über den Alexandrinenplatz. Der Bahnhof von Doberan liegt in Insellage zwischen der Normalspurstrecke und den Molligleisen. Bimmelbahn, die ihrem Namen wirklich alle Ehre macht. Die vorrangig dem Schülerverkehr dienenden Frühzüge werden mit einer geringeren Wagenzahl gefahren als die Touristenzüge, so dass vor der Abfahrt zunächst der Zug verstärkt werden muss. Doch dann kann die Reise an die See losgehen. Dem kleinen Lichtraumprofil der 900 mm Strecke geschuldet, ist das oben seitlich eingezogene Führerhaus der Lok, das dem Molli einen etwas gedrungenen Look verschafft. Thank you.
Zweizugbetrieb mit jeweils bis zu 12 Wagen geht es im Sommer über die etwas mehr als 15 Kilometer nach Kühlungsborn. Kürzer ist jedoch dieser Zug, den wir an der Kreuzung der Mollistraße mit der Severinstraße erleben, die nach dem Architekten Karl Theodor Severin benannt wurde, der für die meisten klassizistischen Prachtbauten der Stadt verantwortlich zeichnet. Zisterzienser hatten hier 1171 das erste Kloster in Mecklenburg gegründet. Im Kornhaus besteht heute die Möglichkeit zur Einkehr, während das Wirtschaftsgebäude seit einem Brand im Jahr 1979 nur noch als Ruine vorhanden ist. Im Klostergarten wachsen wie eh und je heimische Kräuter. Kern der Klosteranlage ist jedoch das Münster, auch Perle der norddeutschen Backsteingotik genannt. Im Inneren findet sich so Sehenswertes wie das Grabmal des Herzogs Adolf Friedrich I. und seiner Frau Anna Maria. Das wunderschöne Kreuzrippengewölbe mit dem Marienleuchter, das prachtvolle Chorgestühl und der doppelseitige Kreuzaltar. Für die Mollizüge geht es von Doberan aus zunächst entlang der Dammchaussee nach Nordwesten. Bei Kilometer 6,5 liegt der Bahnhof des Seebades Heiligendamm, wo sich auf dem Bahnsteig und im Stellwerksanbau noch historische mechanische Sicherungstechnik findet. Etwas mehr als eine Viertelstunde ist der Zug jetzt unterwegs. Zahlreiche Touristen steigen hier aus, um sich die weiße Stadt am Meer, den klassizistischen Ortskern des Seebades, anzuschauen. Der Gegenzug aus Kühlungsborn rollt hier vorbei an der evangelischen Waldkirche, denn in Heiligendamm ist Zugkreuzung. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Pracht am Meer. Das Kurhaus und ein Großteil des Gebäudeensembles gehört zu den Anlagen des Grand Hotel Heiligendamm,
zu dem der Zutritt für Normalsterbliche mit Zäunen versperrt ist. 7 der denkmalgeschützten Villen in der sogenannten Perlenkette sind noch Ruinen, die ihrer Wiederauferstehung harren. Jetzt aber schnell weiter. Die 1D1 gekuppelten Heißdampfloks der Baureihe 99.32 wurden in den 30er Jahren nach den Einheitsgrundsätzen der Deutschen Reichsbahn gebaut und verfügen über eine Leistung von 460 indizierten PS. Das Seebad Kühlungsborn entstand 1938 durch Zusammenlegung der Orte Arendsee, Brunshaupten und Fulgen und wurde nach dem Höhenzug benannt, der südlich davon verläuft. Im ehemaligen Brunshaupten liegt der Bahnhof Kühlungsborn Ost. Fast 40 Minuten war der Molly jetzt unterwegs, um die 12,7 Kilometer bis hierher zurückzulegen. Für einen längeren Aufenthalt bleibt keine Zeit, denn es sind noch fast 3 Kilometer bis zur Endstation. Wir aber wollen uns zunächst an der 3,2 Kilometer langen Promenade bei der Seebrücke ein wenig umsehen. Seit Mitte der 1990er wurde Kühlungsborn wieder zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in Mecklenburg-Vorpommern und zählt heute immerhin 1,5 Millionen Übernachtungen im Jahr. Der Molly indes dampft weiter.
Endstation ist in Kühlungsborn West. Hier findet sich neben dem Museumscafé das Molly-Museum. Wichtigstes Exponat sind hier die Nassdampflok 99332 und der Postwagen von 1886. Der aufgeschnittene Kessel gehörte einst zur 99323, die diesen Eingriff aber überlebt hat und bis heute mit neuem Kessel unterwegs ist. In Kühlungsborn West wird der Wasservorrat ergänzt, bevor es schon nach wenigen Minuten wieder an den Zug geht. Vorbei an den gepflegten kleinen Gärten geht es mit 40 km/h. Kurz vor dem Haltepunkt Ortsmitte blüht es sogar noch. Bei Fulgen geht es heraus aus dem Ort, vorbei an den modernen Ferienquartieren am neuen Bootshafen. Von 2002 bis 2004 entstanden hier 400 Liegeplätze, die mit rund 13.000 Bootsankünften im Jahr gut ausgelastet sind. Vorbei am Reiterhof quert der Molly die bereits abgeernteten Felder und strebt weiter ostwärts, immer an der Steilküste entlang. Windig ist es im beschaulichen kleinen Bollhagen.
Während der Molly die auf ihren Abtransport wartenden Großquaderballen passiert, sucht die Mieze im Stoppelfeld noch nach Beute. Eine letzte Szene am Einfahrsignal von Heiligendamm mit seinem markanten Negativflügel. Dann wollen wir in Kühlungsborn den Sonnenuntergang genießen, bevor es heißt, Abschied zu nehmen vom Mollyland.